Kleider für arabische Prinzessinnen hat er schon gemacht, Haute Couture für Paris und Mailand. Heute entwirft er schicke Alltagsmode in München. Mohammed Al-Hamad ist aus Syrien geflohen. Doch seinen Beruf als Schneider wollte er deswegen nicht aufgeben. Als ich klein war, habe ich immer meine Mutter gesehen. Sie ist Schneiderin. Das war für mich ein Traum, was meine Mutter gemacht hat, nochmal zu machen. Es läuft in meinem Blut einfach diese Schönheit, diese Feinheit von Materialien und ich lebe das. Seine Leidenschaft macht Al-Hamad zum Beruf. Bei Damaskus besitzt er ein Modeatelier. Anfang 2015 flieht er vor dem Krieg in Syrien. 3 Monate später ist er in Deutschland. Hier will er sich wieder eine eigene Existenz aufbauen. Dabei wird er von vielen Menschen unterstützt. Als eine Art Flüchtlingsbonus empfindet er das aber nicht. Ich bin nicht der, der zu Hause gesessen ist und die Leute sind zu ihm gekommen und sie haben gesagt, okay, wir helfen dir, weil du ein Flüchtling und ein schönes Augen hast. Das ist einfach unrealistisch. Aber wenn die Menschen, die sehen und wenn ich auch selber einen Deutschen sehe, der viel macht und viel schafft und viel schaffen möchte, ja, ich würde auch selber ihnen helfen. Um wieder als Schneider arbeiten zu dürfen, muss er eine deutsche Gesellenprüfung bestehen. Nur 50 Tage bleiben ihm für den Theoriestoff, den andere in 3 Jahren Berufsschule lernen. Stoffnamen, Fasern, Webarten. Alles auf Deutsch. Er lernt 12 Stunden am Tag, schläft kaum. Ein Unmöglich gibt es in seinem Wortschatz nicht, sagt er. Trotzdem war klar, sehr hart, sehr hart, sehr hart. Es ist härter als mein Weg, der 3 Monate unterwegs gedauert hat. Er schafft die Prüfung und eröffnet ein Atelier in der Münchner Maxvorstadt. Sein Label Elif. Der Name kommt vom englischen Belief, Glauben und Vertrauen. Gerade hat er seine erste Winterkollektion entworfen, aus Naturstoffen und viel Handarbeit. Auch eine erste Fashion-Show hat er organisiert. Es war sehr Stress, sehr aufgeregt und Angst mit Spannung, mit alle Gefühle, die gemischt zusammen sind. Und irgendwann, als ich raus war und die Menschen haben mir die Freude gezeigt, ich habe das in ihren Augen gesehen und sie haben, ich glaube, in meinen Augen das auch gesehen, ja? War das einfach eine geschaffene Prüfung für mich. Mit Freunden, Models und Make-up-Artistinnen bereitet er sich auf die nächste Modenschau in den Münchner Kammerspielen vor. Ganz geschafft hat er es noch nicht, sagt er. Das sei ja ein langer Prozess. Aber Mohammed Al-Hamad hält an seinen Träumen fest, glaubt an sich und einen guten Neuanfang.